Aha, die berühmte Hamburger Wasserträgerfigur. Hummel, Hummel! Moos, Moos, muss man da ja mal rufen. Aber wieso eigentlich? Das 19. Jahrhundert. In Hamburg lebt der lustige Stadtsoldat Christian Hummel. Sein Talent, Kriegsgeschichten erzählen. Die kleinen Jungs liebten ihn dafür. Er war ihr Held. Von Weitem riefen sie ihn immer schon zu Hummel, Hummel vor lauter Vorfreude. Doch eines Tages musste Christian Hummel aus Hamburg wegziehen und in seine Wohnung in der Drehbahn Nummer 36 zog ein Johann Benz, Wasserträger. Ein mürrischer Geselle, die kleinen Jungs fanden ihn doof und wollten ihn ärgern und riefen auch ihm immer schon von Weitem zu, wenn sie ihn sahen, Hummel, Hummel. Der daraufhin auf Plattdeutsch genervt zurück, Kleidi an Moors. Nach dem 100. Mal dann nur noch Moors, Moors. Dieses Ritual schien sich so häufig wiederholt zu haben, bis es wirklich in Hamburg jeder kannte und jeder darüber sprach. Und so kam es, dass der morsende Wasserträger zu einer Hamburger Kultfigur aufstieg.